Eine neue Lieferung Giftmüll. Jedes Jahr entstehen in Deutschland über 25 Millionen Tonnen davon. Die giftigsten Stoffe landen unter Tage. Abfälle mit Quecksilber, Arsen oder Cyaniden. Es sind Überreste unserer modernen Industriegesellschaft. Sie sind hochgefährlich für die Gesundheit, extrem umweltschädlich und vor allem giftig bis in alle Ewigkeit. Unser Giftmüll wird derzeit an Orte gebracht, die nur wenige Menschen kennen. Aber ist er dort wirklich sicher? Welche Lösungen gibt es für den Umgang mit unserem giftigen Erbe? Unsere erste Station ist Bitterfeld-Wolfen, die einstmals dreckigste Stadt Europas. Hallo, wir haben aktuell eine geringe Grundwasserhebung. Könntest du noch mal mit mir gemeinsam draufschauen? Okay. Die Mitarbeiter der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft sind alarmiert. Ein Brunnen ist ausgefallen. Riegel-Grapin, würde ich sagen. Welcher Brunnen könnte das denn sein? Ich schätze mal, der 236. Der Brunnen gehört zu einer Umweltschutzmaßnahme. Insgesamt 44 Brunnen holen rund um die Uhr Grundwasser aus dem Boden. Denn das ist in Bitterfeld-Wolfen voller Schadstoffe und muss ständig gereinigt werden. Was andernfalls passieren würde, erfahren wir später. Die Pumpe springt wieder an. Ein Schalter war defekt und konnte ausgetauscht werden. Der Brunnen läuft jetzt wieder. So sieht das Grundwasser hier aus. Es riecht nach Benzin. Trinkwasser ist das nicht. Sie werden das Wasser im Labor analysieren. Seit Jahren ist das Routine. Die Pumpen müssen häufig ausgetauscht werden, weil die Giftstoffe im Wasser das Material angreifen oder verstopfen, so erzählt man uns. Aber wieso ist das Grundwasser hier so extrem belastet? Nicht weit entfernt befindet sich die Grube Grepin. Früher ein riesiges Loch, aus dem lange Zeit Braunkohle gefördert wurde. Heute ist nur ein kleiner mit Wasser gefüllter Tümpel übrig. Alles andere zugeschüttet. Wir treffen Fred Walko. Er ist Chemiker und war früher in Bitterfeld beschäftigt. Ich habe hier in der Filmfabrik gearbeitet und wir haben ja auch geringe Abfallmengen gehabt da im Labor. Und irgendwann hatte ein Kollege mal die Abfälle mit zur Deponie fahren müssen. Und der kam völlig schockiert wieder. Und der sagt, ah, das glaubst du nicht, wie das da aussieht. Das war so eine richtige tiefe Grube mit einer Kippkante, wie das hieß. Und davor dann eben der Zug mit den Abfällen oben lang, da wurde das einfach runtergeworfen. Und da bin ich dann, habe ich erstmal ganz konspirativ mein Trabi irgend weiter weggestellt, bin dann mit sehr kleinem Fotoapparat, nicht also mit großer Ausrüstung, hier durch das Wäldchen geschlichen und habe dann begonnen, da Aufnahmen zu machen. Von da an fotografierte Fred Walko die Deponien der Umgebung. Zunächst den Silbersee. Die ehemalige Braunkohlegrube, in die die Filmfabrik ihre Reste einleitete. Sie stank nach faulen Eiern. Und was aussah wie Schnee, war reine Chemie. Im Winter war das natürlich besonders eindrucksvoll. Die Ablaugen, die aus der Filmfabrik, aus der Faserproduktion kamen, die waren ja warm. Das waren vielleicht so 30, 40 Grad. Das war also erstmal wie so eine Dampfküche. Und wenn dann Frost war, dann setzten sich da Reifschichten ab. Das waren teilweise 5 cm lange Reifkristalle, ja, die da an den Bäumen waren. Das war also absolut bizarr. Das sind so Bilder, die dann nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und dann erzählte jemand, der wusste, dass ich fotografiere, ja, da musst du doch mal zur Farbengrube gehen. Und das war auf jeden Fall die bunteste von allen, weil ja die Abprodukte der Farbenfabrik hier reingingen.
Im Grunde genommen wurden die Ablagen da über die Straße gepumpt und dann hier eingespült. Das ist mal so eine Gesamtsicht. Und wenn man dann ein bisschen näher ranging, dann sah das schon sehr krass aus. Bitterfeld-Wolfen war über 100 Jahre lang ein wichtiges Industrie- und Braunkohlerevier. Hier wurden unter anderem Chlorchemikalien hergestellt, Pflanzenschutzmittel, Desinfektionsmittel, Waschmittel und einige Jahre auch Magnesium. Unmittelbar neben den Fabriken lagen die Wohnviertel der Arbeiter. Was in der DDR nur wenige wussten: Unter den Produktionsabfällen, die in den Braunkohlegruben landeten, waren hochgiftige Stoffe. Zum Beispiel krebserregende Pestizide wie Lindan und DDT, Chlorverbindungen, Schwermetalle und Dioxine. Auch die Abwässer der Chemiebetriebe entließ man ungereinigt in die Umwelt. Über die Flüsse wurden sie weiterverbreitet. Für mich jetzt die große Überraschung war, es sind also Schadstoffe, die nachweislich hier in Bitterfeld hergestellt wurden, in Fischen in der Nähe von Helgoland gefunden worden. Diese enorme Verschmutzung beeinflusst das Leben in Bitterfeld noch heute. Sie zeigt, was passiert, wenn Giftmüll in die Umwelt gelangt. Doch wie gehen wir heute mit unseren gefährlichen Abfällen um? Und welche Lösungen gibt es für Altlasten wie in Bitterfeld? Wir fahren in die Schweiz. In Kölliken im Norden des Landes war einst eine Schweizer Sondermülldeponie. Hier gab es ähnliche Probleme wie in Bitterfeld. Heute ist davon nicht mehr viel zu sehen. Wir sind verabredet mit dem Geschäftsführer der Betreiberfirma. Er berichtet uns, wie diese Deponie entstand. In den 70er Jahren ist die Industrie floriert, es wurde viel Abfall produziert und er konnte nirgends entsorgt werden. Damals hat dann der Staat beschlossen, es braucht Lösungen, man muss mit den Stoffen irgendwo hin, weil zu der Zeit war die normale Entsorgung auch von giftigen Stoffen, war in der Nordsee verklappen oder irgend in den Wald in ein Loch schütten. Es war ziemlich unkontrollierte Geschichte und man wollte hier eine Kontrolle reinkriegen und hat versucht, geordnete Deponien zu machen. Der Standort wurde hier als gut befunden, war eine sehr einfache, schnelle geologische Untersuchung wurde gemacht. Und aufgrund von der hat man gesagt, okay, ist eine Tongrube gewesen, müsste eigentlich dicht sein. Man hat aber nicht wirklich Geld und Zeit gehabt, um das länger anzuschauen und hat relativ schnell dann eingelagert. Unsere Recherchen ergeben, das war früher in vielen Ländern eine übliche Vorgehensweise. Der Müll musste ja weg. Erst später tauchten Probleme auf. Circa 320.000 Kubikmeter Abfälle wurden in Kölliken eingelagert. Bald bildeten sich stinkende Gase und in einem nahegelegenen Bach starben plötzlich Fische. Die Anwohner protestierten. Sie zwangen die Behörden, die Deponie bereits nach wenigen Jahren wieder zu schließen. Die Deponie ist ja geschlossen worden von der Gemeinde wegen der Gerüche, wegen der Stäube, wegen der Lästigen. Es hat auch Abwasser in den Häusern unterhalb an der Straße, ist das Abwasser der Deponie in die Keller reingedrückt. Und deswegen wurde die Deponie geschlossen. Dass sie nicht dicht war, hat sich erst ein paar Jahre später gezeigt. Die Betreiberfirma musste die Deponie sanieren. 2005 ging es los. Um die Anwohner zu schützen, baute man über das gesamte Gelände eine riesige Halle. Die meisten Tonnen mit Giftmüll waren nicht mehr dicht. Der Inhalt hatte sich mit den anderen Abfällen vermischt. Mit Steinen, Metall, Batterien, Holz. Es war so gefährlich, dass man hier nur mit Schutzanzug und Gasmaske arbeiten durfte. In der Halle herrschte ständig Unterdruck, um zu verhindern, dass giftige Dämpfe, Staub und Gestank nach außen gelangten. So wurde die gesamte Deponie ausgegraben, der Inhalt aufwendig vorsortiert und schließlich abtransportiert. In ein eigens für diesen Zweck errichtetes Annahmezentrum.
Hier wurde das Material zerkleinert, sortiert und weiter behandelt. Wenn möglich, wurde recycelt. Anderes hat man verbrannt. Und manche Stoffe wurden mit speziellen Verfahren entgiftet. Nach 11 Jahren war die Deponie leer. Der Boden gänzlich giftfrei. Die Kosten trägt vor allem der Schweizer Steuerzahler. Bis jetzt rund 770 Millionen Euro. Die Sanierung dieser Deponie gilt weltweit als vorbildlich. Noch müssen Brunnen belastetes Sickerwasser in eine Kläranlage pumpen. Aber in wenigen Jahren soll das Wasser sauber sein und die letzte Spur der Grube verschwunden. Heute stehen wir auf der zu einem Drittel wieder aufgefüllten Grube. Das Ziel ist, dass die Grube 2023/24 vollständig aufgefüllt ist und hier wieder eine grüne Wiese. Ein großer Erfolg. Könnte so eine Sanierung auch eine Lösung für Bitterfeld sein? Das wollen wir in Leipzig erfahren. Mit Fred Walko besuchen wir das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Walko wurde nach der Wende Umweltdezernent im Landkreis Bitterfeld. Er veranlasste 1991 die ersten Untersuchungen des Grundwassers. Zum ersten Mal erfuhren die Menschen vom Ausmaß der Belastungen. Im Helmholtz-Zentrum fand Walko zudem Verbündete im Kampf gegen das giftige Erbe der DDR. Der Geologe Holger Weiß beteiligte sich an der Erkundung der Böden. Und er plante etwas Ehrgeiziges. 1996 startete Holger Weiß das Forschungsprojekt Saphira. Das Ziel, das belastete Grundwasser von Bitterfeld reinigen. Zusammen mit seinem Team hatte er verschiedene Techniken im Labor getestet und miteinander kombiniert. Darunter auch Reinigungsverfahren mit Hilfe von Bakterienkulturen oder Aktivkohlefiltern. 5 Brunnenschächte wurden ausgehoben, jeweils 23 Meter tief und darin Reaktoren installiert. Holger Weiß wollte das Wasser direkt im Untergrund von den Schadstoffen befreien, ohne es aufwendig nach oben zu pumpen. Die Tests verliefen vielversprechend. Und heute setzt man die Technik an anderen Standorten ein. Aber in Bitterfeld scheiterte das Projekt. Das Wasser war zu stark kontaminiert. Ein Kollege hat das mal mit einer explodierten Apotheke verglichen, wo also nun Tausende von Chemikalien zusammenkommen. Und manche sehen eben so wie das hier aus. Das sind also Ölphasen, die schwimmen auf dem Wasser drauf. Die sind also oben. Und dann gibt es sowas wie hier. Das sind schwere Phasen, die sind schwerer als Wasser. Und auch die sind krebserregend. Und die sind ganz unten, ganz tief. In Bitterfeld 60, 70 Meter tief. Und das Wasser in dem Fall oben drüber ist belastet. Die Wissenschaftler fanden mehr als 5000 verschiedene Chemikalien im Boden. Und sie hatten miteinander reagiert, teils zu weiteren gefährlichen Stoffen. Das Ausmaß der Katastrophe überstieg alle Befürchtungen. Vergiftet waren nicht nur die Deponien, in denen der Giftmüll gelandet war. Was die Forscher schockierte, fast die ganze ehemalige Industriefläche war kontaminiert. Grund- und Regenwasser hatten die Schadstoffe jahrzehntelang verteilt. Insgesamt war eine Fläche von fast 13 Quadratkilometern hoch belastet. Viel zu viel für ein Verfahren wie im schweizerischen Kölliken. Das Ausbaggern in Bitterfeld macht insofern dort keinen Sinn, weil durch die Tiefe der Braunkohlen Tagebau und durch die Tiefe des abgesenkten Grundwassers eben Kontaminationen in 50, 60 Meter Tiefe vorliegen. Und sie können keine Löcher von 50, 60 Meter Tiefe graben. Für eine Sanierung Bitterfeld auszugraben, das scheitert allein am Volumen, an der Größenordnung. Daher lauern die Giftstoffe noch heute im Untergrund. Aber Bitterfeld wollte schnell wieder Industrie ansiedeln. Und dazu musste zumindest die Oberfläche giftfrei sein. Das heißt, die Bodensanierung, die ersten 2, 3 Meter, werden ausgekoffert, durch sauberes Material ersetzt.
Das muss vor einer Neuansiedlung erfolgen, aber das darunter liegende Grundwasser, das in 10er Metern Tiefe hochgradig belastet ist, das kann man in den kurzen Zeiträumen, über die Investoren reden, nicht sanieren. Das ist also eine langfristige Aufgabe. Darum Bodensanierung, Wiederansiedlung ganz kurzfristig und die Grundwassersanierung langfristig. Als erstes wurden die alten Fabriken abgerissen. Viele ihrer Bestandteile waren hoch belastet. Zudem waren Gifte in den Untergrund gesickert, durch Unfälle oder technische Störungen. Die oberen Meter Erdreich wurden abtransportiert und entsorgt. Bis heute fallen in Deutschland täglich gefährliche Abfälle an. Viele ähnlich giftig wie die in Bitterfeld. Was mit ihnen geschieht, ist gesetzlich festgelegt. Das ehemalige Salzbergwerk in Teutschenthal in Sachsen-Anhalt ist einer der Orte, an die solche Abfälle gebracht werden dürfen. Eine Ladung Filterstäube aus einer Müllverbrennungsanlage ist eingetroffen. Darin können Schwermetalle und andere Schadstoffe stecken. Weitere Abfälle werden dazugemischt. Dann geht es im offenen Container 700 Meter nach unten in die Tiefen des früheren Bergwerks. Nach Deutschenthal dürfen nicht alle gefährlichen Abfälle, erfahren wir. Sie müssen zum Beispiel eine bestimmte Konsistenz besitzen. Und sie dürfen nur bestimmte Mengen an gefährlichen Stoffen enthalten. Obergrenzen sind gesetzlich festgeschrieben, wegen des Arbeitsschutzes. Und alle Bergwerke, die gefährlichen Abfall annehmen, müssen strenge Sicherheitskriterien erfüllen. Sie müssen nachweisen, dass der Müll bis in ferne Zukunft eingeschlossen bleiben kann. Weit weg von den Menschen und der Erdoberfläche. Denn dieser Müll wird immer giftig bleiben. Die Luft ist staubig. Es riecht nach Erde, Salz und Ammoniak. Früher dienten diese Gänge dazu, Kalisalz aus der Tiefe nach oben zu befördern. Seit 1982 ist das Bergwerk stillgelegt. Jetzt wird nur noch etwas hineintransportiert. Der Abfall. Und der hat hier eine wichtige Funktion. Er dient als Baustoff. Die Grube Teutschenthal ist ein Versatzbergwerk. Der Abfall wird genutzt, um die riesigen Kammern aufzufüllen, die durch den Salzabbau entstanden sind. Die breite Öffentlichkeit bekommt von den Versatzbergwerken in Deutschland kaum etwas mit. Nur manchmal macht eines wie Teutschenthal auch überregional Schlagzeilen. Zuletzt 2019, als es unter Tage zu einer Verpuffung kam, bei der zwei Mitarbeiter verletzt wurden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kammern aufzufüllen. Loses Schüttgut wie hier ist eine davon. Das Abfallgemisch wird in den Hohlraum geschüttet. Auf diese Weise gilt der gefährliche Abfall plötzlich als verwertet. Dies ist eine praktische Lösung für Entsorgungsfirmen und Bergwerksbetreiber. Der Abfall muss schließlich irgendwo hin und die Industrie kann ihn hier günstig loswerden. Die Betreiber des Bergwerks wiederum lassen sich die Annahme des Abfalls bezahlen und haben gleichzeitig Füllstoff für die leeren Kammern. Die müssen in jedem Fall verfüllt werden, erklären uns die Betreiber. In der Vergangenheit wurde nämlich zu viel Salz herausgeholt. Die übrig gebliebenen Salzpfeiler zwischen den Kammern sind zu klein, um die Last der Decke zu tragen. Die Folge? Das Bergwerk ist instabil. Einige Male bereits ist ein Teil des Bergwerks eingestürzt. So zum Beispiel 1940. Da war der Einsturz sogar an der Oberfläche sichtbar. Dabei wurden 42 Bergleute verschüttet und starben. Wir haben hier 700 Meter Gebirge oben drüber stehen. So, und dieses Gebirge muss natürlich sicher sein, muss ich unten genug Pfeiler haben, damit er nicht zusammenkracht. So, und das ist eben genau hier in der Grube in den vergangenen 100 Jahren dann eben auch passiert, dass dann einzelne Ereignisse gegeben hat,
wo dann die Quintessenz war, wir müssen hier Versatz einbringen und müssen das Bergwerk sichern. Doch nicht alle sind damit einverstanden, wie das Bergwerk gesichert wird. Wir fahren nach Angersdorf, etwa 10 Kilometer von der Teutschenthaler Hauptgrube entfernt. Die Bewohner fühlen sich seit über 2 Jahren massiv durch das Versatzbergwerk beeinträchtigt und haben eine Bürgerinitiative gegründet. In Angersdorf steht der Wetterschacht des Bergwerks. Hier zieht die verbrauchte Luft der unterirdischen Stollen an die Oberfläche. Ja, das äußert sich im Endeffekt, man hat so ein Blar auf der Zunge. Der Körper, der reagiert komplett auf diesen hier Stank gleich. Ja. Das ist, kann man schlecht beschreiben, wie faule Eier. Das ist wie so ein Chemielabor, in dem man da halt sich befindet. So, das ist ein richtig seltsamer Geruch, ekelhaft. Das ist ein unerträglicher Geruch. Das ist extrem beeinträchtigend, wenn man das Fenster aufmacht und das ganze Haus riecht danach. Wir haben hier vor 20 Jahren gebaut, wir haben uns hier sehr wohl gefühlt. Aber seitdem hier der Giftmüll eingelagert wird, fühlen wir uns extrem unwohl. Wir rennen von einer Sitzung zur nächsten, sei es die Umwelt in Merseburg, sei es in Teutschenthal, der runde Tisch. Im Endeffekt bekommen wir nie wirklich die Aussagen, die uns weiterhelfen. Es wird alles schön geredet, es wird immer wieder dieser wunderbare Satz gesprochen, es ist alles unterm Grenzwert und das ist alles gut. Aber wir können nicht mehr. Die Anwohner haben Angst um ihre Gesundheit. Sie fürchten, dass aus dem Schacht Giftstoffe gelangen. Sachsen-Anhalts Landesamt für Umweltschutz überprüft das. Ein Jahr lang sollen diese Auffanggefäße Stäuber aus der Luft sammeln. Und der Betreiber hat gegen die Gerüche unter anderem einen Ammoniakwäscher installiert. Für die Anwohner hat das nur wenig geändert. Wir nehmen die Beschwerden sehr ernst, sonst hätten wir all diese Maßnahmen auch nicht implementiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir machen auch konsequent Messungen im Eingang, im Ausgang auch der Wetterströme, die dort passieren. Dort gibt es Feinstaubmessungen, die gemacht werden. Dort werden auch alle möglichen anderen Dinge bewertet. Wir machen das Ganze hier auch unter Tage. Es gibt ja auch für unter Tage Arbeitsplatzgrenzwerte. Wir würden ja nie einen Mitarbeiter hier reinschicken, wenn wir nicht davon überzeugt wären. Das entspricht dem, was man einem Menschen zumuten kann. Die Betreiber planen nun den Bau eines hohen Schornsteins. Doch die Bürger befürchten, dass dadurch die Abluft nur woanders hinweht und die Menschen dort belästigt. Es gibt in Deutschland noch 12 weitere Versatzbergwerke wie in Teutschenthal. Experten kritisieren, dass gefährlicher Abfall ausgerechnet in einsturzgefährdete Bergwerke gebracht wird. Wir wollen herausfinden, wie gut sich Bergwerke überhaupt zur Entsorgung von Giftmüll eignen und fahren nach Saint-Ursanne im Schweizer Kanton Jura. Hier besuchen wir ein verlassenes Kalkbergwerk, das ab 1993 ebenfalls zur Giftmülldeponie umfunktioniert wurde. Der Schweizer Geologe Markus Buser forscht seit Jahrzehnten zur sicheren Entsorgung von Giftmüll und betreute in der Schweiz viele Abfallprojekte. Auch das in Saint-Ursanne. Als der Druck plötzlich kam, Abfälle eben nicht mehr in oberirdische Deponien zu lagern, hat man neue Lösungen gesucht und diese Lösungen aus Deutschland importiert, nämlich die Untertagelagerung von Abfällen. Saint-Ursanne hatte ein solches Bergwerk. Es ist eines der größeren Bergwerke der Schweiz und es ist ein sehr kleines Bergwerk im Vergleich zu Deutschland oder Frankreich. Die Betreiber dachten zunächst, der Giftmüll wäre hier sicher aufgehoben. Ein Irrtum. Denn nicht alle alten Bergwerke sind als Deponien geeignet. Jedes muss genau überprüft werden. Das ist genau das Problem, das wir fürchten in Endlagern, in Untertagedeponien, Wassereinbrüche,
das Wasser eben in diese Lage eindringt, zu den Schadstoffen gelangt und diese dann wieder auslaugt und wegtransportiert. Das ist das Grundproblem eines jeden Abfalllagers in der Tiefe. Vor allem belastete Rückstände aus der industriellen Abwasserbehandlung und aus Verbrennungsanlagen wurden eingelagert. Dagegen gab es von Anfang an Proteste. Anwohner, unterstützt von Greenpeace, besetzten das Gelände und erzwangen den Stopp der Deponie. Nur 3 Jahre nach Eröffnung. Inzwischen hatten Experten nachgewiesen, dass kontaminiertes Wasser heraussickerte. Wir haben dann ein Konzept erarbeitet, das einerseits eben die Sanierung ermöglichte, aller Abfälle, die da deponiert wurden, auch die Abfälle aus Bergwerkszeiten. Und andererseits haben wir dann die ganzen Kavernen verfüllt mit sauberem Aushub aus dem Autobahnbau, der großen Autobahn hier im Jura. Ob Saint-Ursanne, Teutschenthal oder Bitterfeld, unsere giftigen Abfälle sorgen überall für Probleme. Trotzdem produzieren wir immer neuen Giftmüll. Wo kommt der her? Vor allem aus Chemiewerken und der Metallverarbeitung. Zum Beispiel Abfälle mit Schwermetallen. Alte Fabriken und Erdböden können Gifte enthalten, Dioxine oder PCB. In Elektrogeräten und Batterien stecken Quecksilber und Fluorverbindungen. All das muss getrennt behandelt werden. Einiges wird recycelt, wie Kupfer und andere Metalle. Anderes wird entgiftet oder aufbereitet. Ein Teil wird verbrannt. Doch auch dabei bleiben giftige Reste zurück. Filterstäube mit Schwermetallen zum Beispiel. Was nicht unschädlich gemacht werden kann, soll für immer verschwinden. Und zwar unter Tage. Abfall, der sich als Baustoff eignet, kommt in Versatzbergwerke wie Teutschenthal. Alles andere muss in eine der 4 Untertagedeponien, die es in Deutschland gibt. Zum Beispiel nach Herfer-Neurode an der hessisch-thüringischen Grenze. Hier landen die giftigsten Abfälle aus Deutschland und Europa. Etwa 70.000 Tonnen pro Jahr. Auch kontaminierte Böden aus Bitterfeld lagern hier. Diese Tonnen enthalten Abfälle, die vor allem mit Quecksilber belastet sind. Wir sind bei der Eingangskontrolle dabei. Ein Mitarbeiter entnimmt Stichproben aus den Tonnen, unter hohen Sicherheitsvorkehrungen. Es könnten gefährliche Gase entstanden sein. So sieht der mit Quecksilber belastete Abfall aus. Er stammt aus der Reinigung von Abgasen, die bei der Herstellung von Schwefelsäure entstehen. Mit Röntgenstrahlen überprüfen die Mitarbeiter, ob die chemische Zusammensetzung der Proben mit den Angaben der Liefergenehmigung übereinstimmt. Alles ist korrekt deklariert. Wir begleiten den Weg der Tonnen 750 Meter in die Tiefe. Während die Suche nach möglichen Endlagern für Atommüll öffentlich noch diskutiert wird, gibt es bereits seit 1972 das erste von inzwischen 4 Endlagern für Giftmüll, Herfer-Neurode. Anders als in Teutschenthal wird hier noch immer Kalisalz gefördert, 19 Millionen Tonnen jährlich. Eine Deponie in einem aktiven Bergwerk, in dem 3-mal am Tag das Salz aus dem Gebirge gesprengt wird. In der Deponie herrscht strenge Ordnung. 12 Stoffgruppen werden in getrennten Bereichen gelagert. Die Stoffe sollen nicht miteinander in Kontakt kommen. Platz ist genug dafür da. Das gesamte Bergwerk erstreckt sich über eine Fläche, die doppelt so groß ist wie Dresden. Die Deponie nimmt davon ca. 10 Quadratkilometer ein. Ein Labyrinth aus Stollen und Kammern. Irgendwo hier unten befinden sich bereits über 3 Millionen Tonnen eingelagerter Giftmüll.
Er enthält Stoffe wie Arsen, Quecksilber und Dioxine. In Mengen, die ausreichen würden, um die Menschheit auszurotten. Wahrscheinlich sind wir hier am giftigsten Ort der Welt. Doch von dem Gift sehen und riechen wir nichts. Die Lagerung von Giftmüll im Salz gilt als besonders sicher. Wir befinden uns mitten in einer 300 Meter mächtigen Salzschicht. Darüber ist eine 100 Meter dicke Tonschicht plus etwa 500 Meter Gebirge. Der Salzstock ist schon seit Jahrmillionen vom Grundwasser der Umgebung abgeschottet. Viele Experten gehen davon aus, dass an so einem Ort auch der Giftmüll vor Wasser geschützt ist. Nach etwa 3 Kilometern Fahrt das Ziel. Hier sollen die Quecksilbertonnen nun lagern. Für die Ewigkeit. Nebenan das Abfallarchiv. Seit der Eröffnung der Untertagedeponie haben die Betreiber etwa 120.000 Proben gesammelt. Auch Proben aus Bitterfeld sind in einem solchen Lagerraum archiviert, sagt man uns. Von jeder Anlieferung wird eine Rückstellprobe genommen. Das dient zum einen mal zur Eingangskontrolle des Abfalls, um den Abfall zu überprüfen, ob es dem entspricht, was auch angemeldet ist. Und zum anderen wird natürlich die Probe hier im Probenraum dann auch aufbewahrt, um im Nachgang noch mal Analysen ziehen zu können. So können die Mitarbeiter jederzeit einen bestimmten Abfall wieder herausholen. Als die Kupferpreise stiegen, haben sie zum Beispiel alte Transformatoren ausgelagert, um das Kupfer zurückzugewinnen. Vieles aber ist so giftig, dass es für immer weggesperrt bleiben soll. Unser Quecksilberabfall zum Beispiel, aber auch Zinnober- oder Schwefelverbindungen. In Bitterfeld zeigt sich, warum solche Stoffe für immer im Salzbergwerk bleiben sollen. Die Mitarbeiter der Sanierungsgesellschaft sehen Tag für Tag, welche Folgen es hat, wenn Giftstoffe Grundwasser und Boden verseuchen. Von ihnen erfahren wir, was die Brunnen leisten. In Bitterfeld, Krepin und Wolfen durchströmt Grundwasser in etwa 40 Meter Tiefe den Boden. Wo der Untergrund noch voller Giftstoffe ist, nimmt das Wasser die Stoffe auf und trägt sie weiter. Ohne Maßnahmen würde es Wohngebiete und Flussauen vergiften und die gefährliche Fracht weiter verteilen. Hier kommen die Brunnen ins Spiel. Sie pumpen das gesamte belastete Grundwasser an die Oberfläche. So sollen die dahinterliegenden Regionen geschützt und sauber bleiben. Die Brunnen holen pro Jahr insgesamt 2,4 Millionen Kubikmeter Wasser aus der Tiefe und pumpen sie in überirdische Rohrleitungen, die die Gegend durchziehen. Im Wasser befinden sich unter anderem Kohlenwasserstoffe, Chlorphenole, Benzol. Hochgiftig, krebserregend und nervenschädigend. Ein Teil des Wassers wird in einer Grundwasserbehandlungsanlage vorgereinigt, um es von den giftigsten Stoffen zu befreien. Dann fließt das Wasser in das Gemeinschaftsklärwerk von Bitterfeld-Wolfen. Will man die Bevölkerung und die Umwelt schützen, muss diese Prozedur fortgeführt werden. Ein Ende ist nicht in Sicht. Umso wichtiger, den heutigen Giftmüll möglichst sicher wegzusperren. Viele Experten halten Untertagedeponien wie Herfer-Neurode für gut geeignet. Herfer, muss ich sagen, die Eingangskontrollen sind gut organisiert. Das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung bestätigen. Die machen das gut, auch die Sicherheitskonzepte unter Tage. Die sind sehr gut ausgelegt. Also die eventuelle Brände werden sehr schnell erkannt und können durch das eben auch wirksam bekämpft werden. Also das funktioniert. Jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, was passiert, wenn ein Bergwerk abgeschlossen ist, weil dann haben sie keine Kontrolle mehr über den Abfall.
Bislang werden die vollen Kammern in Herfer-Neurode nur provisorisch zugemauert. Aber in etwa 40 Jahren ist die Salzgewinnung hier beendet. Dann soll der Giftmüll so eingeschlossen werden, dass nichts mehr nach außen oder innen gelangen kann. Was für Giftmüll genauso wie für Atommüllendlager bedacht werden muss, hat das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung grafisch simuliert. Vulkanausbrüche und Meteoriteneinschläge könnten drohen. Oder Eiszeiten, die kommen und gehen und die Erdoberfläche immer wieder verändern. Auch Jahrtausende, nachdem das Bergwerk aufgegeben wurde, soll es noch dicht halten. Und länger. Denn Stoffe wie Quecksilber und Arsen bleiben für immer giftig. Doch ist es überhaupt möglich, die riesigen Hohlräume, die der Mensch hier unter der Erde gegraben hat, wieder sicher zu verschließen? Wie das gelingen kann, erforscht die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit in Braunschweig. Wir hätten hier eine Probe im Projekt Tarnhexen. Mithilfe eines Modells untersuchen sie, welches Material ein Salzbergwerk am besten verschließen kann. In dem Experiment stellt dieser Salzblock die Salzschicht dar. Der Schacht des Bergwerks wird gerade hineingebohrt. Der Störfaktor in einer Untertagedeponie ist nicht die geologische Formation, die, wie gesagt, schon 200 Millionen Jahre da ist. Der Störfaktor ist der Mensch, der durch das Einbringen von Schächten und von Strecken gewissermaßen eine Verbindung hergestellt hat von der Biosphäre zu den untertägigen Einlagerungskammern. Die Aufgabe besteht dann darin, die Verschlüsse im Schacht und in Strecken so gut auszulegen, dass sie nach einigen Jahren oder Jahrzehnten genau die gleiche Dichtwirkung haben wie das Salz, was das schon seit 200 Millionen Jahren ist. Wenn man das schafft, ist diese Ablagerung sicher. Er testet verschiedene Baustoffe. Besonders vielversprechend ist ein Beton-Salzwasser-Gemisch. Süßwasser kommt nicht in Frage. Das würde das Salz sofort auflösen. Jetzt der Härtetest. Der Salzbohrkern inklusive Betonverschluss wird in dieser Vorrichtung starkem Druck ausgesetzt. So simulieren die Forscher den Druck des auffliegenden Gebirges. Immer wieder prüfen sie, wie dicht der Beton hält. Das Ergebnis ist noch nicht optimal, erläutern sie uns. Die Suche nach der besten Lösung geht weiter. Unsere Frage bleibt: Können menschengemachte Verschlüsse ewig halten? Die Erfahrung ist ja auch so, dass es eine Vielzahl von Bergwerken gibt, die eben irgendwann mal absaufen. Sie können so ein Bergwerk nicht so abschließen, auch wenn Sie einen Schacht verschließen, dass der auf ewig dicht hält. Untertagedeponien wie Herfer-Neurode sind derzeit das sicherste, was wir für den Giftmüll haben. Darin ist sich die Fachwelt einig. Aber es besteht das Risiko, dass sie irgendwann in der Zukunft zu einem Problem werden. Ein Problem, das wir an die kommenden Generationen vererben. Giftigen Abfall ganz vermeiden. In unserer industrialisierten Welt bisher unmöglich. Doch man kann ihn reduzieren durch Kreislaufwirtschaft. In Wendeburg bei Braunschweig finden wir ein Beispiel. Wir treffen Christian Harnisch. Er recycelt mit seinem Team Batterien von Elektroautos, Lithium-Ionen-Akkus. Es begann als Forschungsprojekt im Studium. Das war 2008. Heute ist die Idee marktreif. Die Batterien werden entladen, demontiert und geschreddert. Eine solche Anlage muss laut EU-Verordnung im Schnitt mindestens die Hälfte einer Lithium-Ionen-Batterie recyceln können. Christian Harnisch kann sogar mehr als 90% der Wertstoffe zurückgewinnen. Der wichtigste Teil ist die Schwarzmasse. Hier stecken die wertvollen Materialien drin: Lithium, Kobalt, Mangan, Nickel und Graphit. Fast alle können schon in so hoher Qualität zurückgewonnen werden, dass sie sich wieder für den Einsatz in Batterien eignen. Auch Aluminium und Kupfer gewinnt Harnisch zurück. Doch sie sind noch mit anderen Materialien vermischt. Das möchte er verbessern.
Für solche Vorhaben arbeitet er eng mit Universitäten zusammen. Zum Beispiel der TU Bergakademie Freiberg. In Freiberg werden Herausforderungen, für die es noch keine ausgereifte Technologie gibt, im kleinen Maßstab bearbeitet. Dennis Werner zeigt uns alternative Methoden, um die Metalle Aluminium und Kupfer besser vom Rest zu trennen. Dafür sortiert er die Probe aus Wendeburg zunächst nach Partikelgröße. Aber immer noch besteht das Gemisch aus zu vielen verschiedenen Materialien. Deshalb probiert er etwas Neues: die Auftrennung im Wasserbad. Es ist der erste Test mit dieser Methode. Wir sehen, das leichtere Aluminium wird durch das Wasser nach oben getrieben. Das schwerere Kupfer fällt nach unten. Die Trennung der Materialien ist entscheidend. Je reiner ein Metall, desto besser lässt es sich verkaufen. Im Labormaßstab kann Dennis Werner unterschiedliche Parameter testen, bis er das beste Ergebnis erzielt. Wir sehen jetzt hier zwei Produkte, einmal das Aluminium und einmal das Kupferkonzentrat. Durch die Sortierung im Wasser sehen wir jetzt, dass eben das Aluminiumkonzentrat schon relativ sauber ist, wohingegen die Einstellung noch nicht ganz optimal ist, um auch wirklich alle Alupartikel in diese Fraktion auszutragen. Im Idealfall habe ich eine saubere Trennung, was dann eben auch die Wirtschaftlichkeit beeinflusst von dem ganzen Verfahren. Das Geschäft mit recycelten Elektroautobatterien wird in einigen Jahren boomen, ist Christian Harnisch überzeugt. Auch für viele weitere Stoffe wäre eine Wiederverwertung technisch möglich. Aber viele Firmen scheuen das Risiko, neue Verfahren einzuführen. Stattdessen bringen sie die Stoffe nach Untertage. Das ist günstiger und planbar. Für mehr Recycling, so hören wir, bräuchte es dringend mehr Vorgaben vom Staat und stärkere wirtschaftliche Anreize. Wir kehren noch ein letztes Mal zurück nach Bitterfeld-Wolfen, in den Ortsteil Greppin, gemeinsam mit Fred Walko. Denn hier hat sich viel getan. Die Fassaden sehen natürlich jetzt ganz anders aus. Die Kraftwerke hatten ja keine Elektrofilter. Das heißt, alles, was an Staub und Asche erzeugt wurde, ging dann auch hier in der Umgebung nieder. Also nicht nur auf die Menschen, sondern eben auch auf die Gebäude. Hier links kann man noch das alte Grau recht gut erkennen. Und diese Hinterlassenschaft wurde dann natürlich einfach mit Farbe und Pinsel beseitigt. Walko findet trotzdem, dass Bitterfeld heute wieder lebenswert ist. Es gibt Arbeitsplätze durch den neu entstandenen Chemiepark. Diesmal mit modernen Filter- und Kläranlagen. Der größte Teil der Giftstoffe aus dem letzten Jahrhundert ist zwar noch immer im Boden, aber man kann sie inzwischen in Schach halten. Der Standort ist ja völlig umgekrempelt worden. Also die Vergangenheit ist nur noch anhand von Fotos, sagen wir, visuell rekonstruierbar. Ansonsten hat sich ja fast alles verändert. Und zum Besseren. Es sind natürlich nicht alle Probleme gelöst. Also die Beseitigung des Grundwasserschadens, die wird also sehr lange dauern, also wahrscheinlich mehr als 100 Jahre. Vielleicht auch viel länger. So genau weiß das heute niemand. Jährliche Kosten derzeit 14 Millionen Euro. Giftmüll ist ein gefährliches Erbe, das sich nur schwer kontrollieren lässt. Umso wichtiger, dass wir verantwortungsvoll umgehen. Mit unseren Rohstoffen, Produkten und mit unseren Abfällen.